Hallöchen, Hallöchen zusammen. So, heute machen wir mal den Paranoiden-Plot. Wir fangen zumindest mal an. Ich habe mich doch dazu entschieden, den mal zu machen. So, wenn ihr euch wundert, was das hier ist, das ist ein Wrack eines CPU-Schiffs aus X3 Terran Konflikt. Von den Terranern ein CPU-Schiff, sozusagen ein Xenon-Mutterschiff. Die Mutter-CPU. Und dieses Wrack gibt es seit 1.0 und das kann man nicht anwählen, nix. Es ist halt einfach mal nur da. Und ich bin einfach mal auf der Suche danach gegangen, weil ich wusste, mit 1.0, ich hatte es mal weit, weit in einem Xenon-Sektor, weit, weit weg, in der Nähe von einer Schiffswerft von denen, habe ich das mal gesehen. Und ich habe es wiedergefunden. Mittlerweile gibt es hier auch ein Tor. Das war zu 1.0 Zeiten deaktiviert. Das ist nämlich in Atias Unglück 1. Und jetzt gibt es ja mittlerweile ein Sprungtor nach Letzte Grenze. Und genau da findet man dieses Wrack. Also wer sich das mal angucken möchte, kann da gerne mal hinfliegen. Ist schon ein nettes Gimmick. Es gibt doch einiges zu entdecken in diesem gigantischen Universum. Und das will ich auch nach und nach mal machen, ein paar besondere Orte erkunden und mal zu zeigen, was es so alles gibt, fernab der Standards. So, jetzt müssen wir aber mal den Plot starten hier. Das ist ja hier oben. Um den Paranoiden-Plot starten zu können, braucht ihr auf jeden Fall erstmal den HUD-Plot. Den startet ihr meistens. Ja, zum Beispiel hier auf der Handelsstation von HUD, da könnt ihr drauf landen und dann seht ihr hier oben den Plot. Der wird euch dann hier angezeigt bei den wichtigen Missionen. Ja, auf irgendeiner HUD-Station einfach landen und dann kriegt ihr den und dann könnt ihr, wenn ihr das fertig habt, müsst ihr das Forschungslabor haben. Also ihr müsst den Boronen-Plot fertig haben, euer Hauptquartier haben. Weil auf dem Hauptquartier wird sich dann nämlich der Delbuster, der NPC, den ihr im HUD-Plot kennenlernt, sich da ja seine Gemächer beziehen im Wissenschaftslabor. Und genau da müssen wir dann auch gleich hin. Da können wir den dann nämlich annehmen. So. Sprich mit deinem werten Freund Delbuster. Na, das machen wir doch. Bei dem gibt es ja auch den Splitplot, deswegen habe ich den schon bei mir drauf. Also müssen wir jetzt mal zup, hier hinein. Erreiche System, profitabler Handel. Na, läuft hier noch ganz gut hier von der Performance her. Mein Riesenkomplex hier. Aber der wächst nicht mehr so stark. Ich baue da kaum noch was. Ich habe ja jetzt auch die Werften alle stillgelegt für die Fraktionen, weil die mir einfach zu stark werden. Aber wir starten jetzt erstmal mit dem Paranoiden-Plot. Wie geht's? Paranoidischer Bürgerkrieg. Um genau zu sein, haben die Paraniden Sie erwähnt. Wir sind nur wenige Sprünge vom Raum der Paraniden entfernt und die Kommunikationsmodule dieser Station übertreffen alles, was ich je gesehen habe. Ich meine bereits mehrfach erwähnt zu haben, dass der Außenposten von den Terranern aufgegeben wurde. Das war eine so fortschrittliche und geniale Zivilisation, dass sie sich in der Vergangenheit mehrfach fast selbst ausgelöscht hatte. Es ist von unglaublicher Dringlichkeit und Wichtigkeit, dass wir die integrierten Funktionen vorsichtig, mit Bedacht und sehr behutsam untersuchen. Es versteht sich von selbst, dass ich die Module testen musste. Wie sich herausstellt, bezichtigen sich das Gottesreich und der Heilige Orden regelmäßig gegenseitig, die Bevölkerung der jeweils anderen Fraktion zu korrumpieren. Jedoch scheuen sie die Verurteilung einzelner Individuen, insbesondere wenn diese das Wohl beider Fraktionen im Sinn haben. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Kommt zum Punkt, genau. Was ich sagen möchte.
Es scheint mehr an diesem Bürgerkrieg dran zu sein, als auf Anhieb ersichtlich. Aus welchen Gründen auch immer sehen diese Paraniden Sie nicht als Eindringling an. Und das, mein Freund, ist eine Gelegenheit, wie sie im Buche steht. Natürlich kann es passieren, dass diese verklemmten Fanatiker ihre Meinung ändern, sobald sie anfangen herumzuschnüffeln. Hoffentlich können wir dieses Risiko von vornherein minimieren, indem wir uns genau überlegen, wo wir unsere Nase reinstecken und wo nicht. Glücklicherweise kenne ich jemanden, der uns hoffentlich ein paar Tipps geben kann. Eine alte, und ich meine wirklich sehr alte, Bekannte von mir. So wie ich sie kenne, genießt sie den Blick von der Tribüne, seitdem der Krieg begonnen hat. Es dürfte Ihnen schwerfallen, jemanden zu finden, der mehr über diese unangenehme Situation weiß als Sie. Fliegen Sie nicht mit mir hier. Es ist nur ein System entfernt. Es gibt einen alten Treffpunkt unter dem Highway, wo wir früher Gerüchte über die örtlichen Syndikate ausgetauscht haben. Lassen Sie sich nicht von Ihrem unkonventionellen Verhalten abschrecken. Sie vertraut anderen Leuten nicht so leicht. Sobald Sie aber Ihr Vertrauen gewonnen haben, wird sie Ihr verlässlichster Verbündeter sein. Mit Ausnahme von... Abgesehen von mir natürlich. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal ein Schiff organisieren. Da haben wir ja ein paar zur Auswahl. Ich suche eigentlich... Also mit der Behemoth wollen wir jetzt nicht fliegen. Wo ist denn hier... Da. Mal gucken. So. Ein Schiff, das an einem Schiff angedockt ist. Also an ein Schiff docken, das an einem Großschiff angedockt ist. Genau, dieses Achievement habe ich gestern gemacht. Also Oddi, Gorgo und auf der Gorgo ist die Ares. Dann werde ich mal in die Gorgo. Die habe ich extra dafür gebaut. Und dann werden wir mit der mal dahin fliegen. Gorgo, Angreifer. Hallo. Hallo. Abdocken. Fahren wir mal los. Wir müssen zip. Ach, darüber müssen wir. Aha, okay. Ich hoffe, ich muss hier nicht zu einer Station von PGS, weil die habe ich alle zerstört. Ich hoffe. Also, wie ich das mitgekriegt habe, muss man bei beiden Paraniden-Fraktionen Freund sein, damit man den Plot hier machen kann. Bin ich mir aber nicht sicher. Also bei mir sind sie alle Freunde noch. Mal gucken, wie lange das so ist. Ich bin gespannt. Und der Plot soll auch ein bisschen besser sein als der Split-Plot. Der ist ja doch eher gerade zum Schluss hin eine riesen Enttäuschung gewesen. Deswegen werde ich mich ja bei den Splits auch noch rächen. Für diesen Plot. Gut, bei den Splits ist eh alles kaputt bei mir, also von daher... ist das fürs Spiel völlig egal, ob es die gibt oder nicht. Ich muss inzwischen durch immer mal wieder reinschauen, meine Bauaufträge... viel liefern. Erreiche System. Nupileus Glück. So, hier ist mein... Oh, meine Megawerft. Oh, nicht in die Station krachen. Wir machen mal. So. Ja, ein Zitschildchen. Hier habe ich noch 20 Frames in dem Sektor. Wir können uns ja mal kurz mal umdrehen, langsam. Dass es nicht zu sehr hakt. Hier sind die ganzen einzelnen Komplexe. Das hier ist die Werft. Der Werftkomplex. Wo sind eigentlich die anderen? Ich habe davon zwei. Da. Haha. Da ist.
Alles da und alles nicht mehr wirklich gebraucht. Ah, dann kommen wir mal kurz zum zur Baustelle vom Defense Cube. Ah, wird doch. Zweite Reihe wird jetzt auch schon gebaut. Muss nur aufpassen, wenn nämlich irgendwann hier wieder Geschützturmkomponenten, Schildkomponenten etc. pp. Fehlen, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann baut er das nämlich ohne Geschütze. Aber ist alles noch da. Alles da, sehr schön. Ja, man muss halt näher ran, dann sieht man auch die M-Geschütze. Alles klar. Na, dann bauen wir fleißig weiter hier. Das ist ein Großbauprojekt. Viel manuelles Liefern. Also alles, was man für die Geschütze braucht, muss man tatsächlich manuell liefern. Das liefert keine KI. Das liefert niemand. So, hier sollte es ja wieder besser laufen. Erreiche Nupileus Glück 2. Gebaut worden. Der ist ja schon seit mehreren Ingame-Tagen dabei, hier einen Container zu bauen. Irgendwie kriegt er keine Mats. Wieso eigentlich nicht? Was fehlen denn? Das bringt keiner. Das müsste ich echt manuell machen. Niemand bringt das. Das ist ja gut, das ist ja gut, das ist ja gut. Wir fliegen ja schon in den Highway. Schön, ich habe Split MK4 Antriebe. Ja. Schön schnell, schön schnell. Die Gorgo. Sie nähern sich dem Treffpunkt. Denken Sie daran, dass er sich unter dem Highway befindet. Also, wo ist die Informantin jetzt hin? Unter dem Highway, alles klar. Ich bin schon wieder zu weit. Jetzt müssen wir mal gucken hier. So, ich mache das jetzt mal das hier. Das geht denn hier auf den Kranz. Was zeigt der wieder? Ich mag die Highways nicht. Ich mag sie nicht. Tierisch ab, weil die immer. Ah, naja, gut. Das riecht mich wirklich auf. Dass man das eigentliche Ziel nicht sieht, weil es irgendwo hier wieder zu irgendeinem Highway einführen will. Das ist ja also wie die erste Generation der Navis. Die einfach mal zu doof waren. Ah, jetzt sehe ich da was. So, jetzt müsste ich ja theoretisch da sein. Halt, ich muss ja erstmal das hier wieder deaktivieren. So. Aha, KDH. Okay, die kenne ich gar nicht. Verteidiger. Was ist denn das? Korsaren des Herzogs. Also die werden es ja jetzt wohl nicht sein, oder? Aber müsste. Die habe ich zum Beispiel noch gar nicht entdeckt bei mir. Da gibt es ja auch einen Plot.
scheinen etwas gefunden zu haben. Ah, die Chefs-ID ist richtig, aber irgendwas stimmt nicht. Ach, wie skurril. Er schickt einen seiner Lakaien. Kommen Sie doch näher, Lakai, dann können wir besser reden. Aha. Ich trau dir nicht. Hallo, Bright. Warum suchst du dir immer so komische Treffpunkte aus? Lassen Sie mich Ihre Frage mit einer anderen Frage beantworten. Wie weit würden Sie gehen, um zu garantieren, dass Ihre Verbündeten Ihre Erwartungen erfüllen? Was zum... Sie hat eine Selbstzerstörungssequenz initiiert. Sie müssen die Sequenz runterladen, um dann ganz schnell rauszukommen. Okay. Bleibe wachsam. Das ist klar, das war auf jeden Fall schon mal eine Falle. Verdammt! Die Selbstzerstörungssequenz war nur eine Ablenkung. Feindliche Drohnen kommen schnell näher. Und da wir uns schon so gut und vertrauensvoll unterhalten, wie viel wären Sie bereit zu opfern, um Ihre schlimmsten Feinde zu vernichten und Ihren wahren Platz im großen Werk der Dreidimensionalität zu finden? Aha. Die Helianthus. Verteidigungsdrohne. Was habe ich denn hier für Großwaffen drauf? Wie bitte? Das braucht er mir jetzt nicht erzählen. Dreifache Schilde hier und das ist aber eine Bewaffnung wie. Was sind das für Verteidigungsdrohnen? Was hab ich hier für Waffen drauf? Die sind noch weit weg. Jetzt gucke ich erstmal, was ich hier drauf geschraubt habe. Die Waffen werde ich nie wieder nehmen. das steht mal fest. Aha, da habe ich schon eine ganze Flotte gebaut mit dem Kram. Ich hatte mal gelesen, die sollen gut sein, Neutronen-Gatling. Okay, totaler Mist. Ach. Dude, die hat ja bloß zwei Waffen. Verdammt schlecht. Erwarte Befehle. Na, jetzt kann ich gerade nicht. So schlecht. Ich will ein richtiges Schiff haben. Wo ist meine Nemesis? Weil das wäre in Sekunden erledigt gewesen. Was habe ich hier nur? Was habe ich mir dabei gedacht? Na ja, ganz toll. Und das auch noch, wo ihr zugucken könnt.
Nee, ich hau hier ab. Das ist mir zu blöd. Ich hasse dieses Schiff. Ich mag dieses Schiff überhaupt nicht. Tut mir leid, Leute. Das geht überhaupt nicht. Ich habe überall und nirgends Nemesis, Nemesis, Nemesis. Und jetzt habe ich gerade keine da. Die hat viel weniger Schild, aber die macht wenigstens auch Schaden. Was bringt mir das Schild, wenn ich keinen Schaden mache? Ach, die sind alle so weit weg. Muss ich mich jetzt hier echt durchbeißen? Mensch, ich bin kurz davor, das Spiel zu deinstallieren. Jetzt könnt ihr mich doch nicht noch so nerven hier. Bam, 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 bam. Nö, das mache ich nicht. Teleportieren. Erreiche. Automatisierte Schrotthaufen. Hör auf, Spiele zu spielen, Gride. Falls Sie Macht, Reichtum, Respekt hätten, was müsste geschehen, damit Sie all das aufgeben? Echt jetzt? Einfach wegteleportieren und dann gehen sie alle kaputt? Aha. Zerstöre manipulierte Drohnen. Aufpassen, da kommen noch mehr. Mhm. Wie kurios. Es scheint so, als hätte sich jemand an diesen Drohnen zu schaffen gemacht. Da kommt noch mehr jetzt hier. Nee. Oh. Jemand hier mag Sprengstoffe. Abstand halten. Nun komm schon, es reicht jetzt. Mein Freund hier verdient so eine Behandlung nicht. Nun ja, Ihr Freund scheint zumindest ein gewisses Maß genug Kompetenz, um eine kleine Aufgabe für mich zu erledigen. Ich glaube, Sie kamen her, um eine Frage bezüglich der Paraniden zu stellen. Ich werde Ihnen zwei Ihrer Fragen beantworten. Nennen wir es einen Vorschuss. Wählen Sie Ihre Fragen weise. Aha, was willst du? Was sollte dieser Angriff? Das hier ist auf jeden Fall heller. Sag mir einfach, was ich machen soll, genau. Was ist das Ziel dieses Krieges? Was treibt die Paraniden an? Sag mir einfach, was ich machen soll. Genau. Freut mich, dass Sie so erpicht sind. Also schön. Sie sollten Ihre Anweisung genau in diesem Moment bekommen. Borgo, Angreifer. Okay. So. Das ist ein Problem mit der Teleportation. Man springt immer hin und her und dann fehlt eben gerade da das passende Schiff. So, dann baue ich mal hier. Wo sind eigentlich meine gemoddeten Nemesis-Schiffe? Ich habe keine Ahnung. Die stehen halt überall rum. So, Angreifer. Erstmal das, damit alles drin ist. Gefechtsantrieb MK4. Genau, dann fliegt sie 569. Der Hammer, Hammer. So, Neutronen-Gatling ist natürlich der letzte Mist. So, Bolzenreportierer, die sind schön. Die mag ich. Die mag ich. So. Ja. Flump. Flump. Und jetzt habe ich keine Servicemannschaft drauf, aber ist auch real. Okidoki, wo soll ich denn hin? Dahin. Ja, hier hatte ich auch mal irgendwo eine Nemesis stehen, aber ach, mal gucken. Jetzt wird ja erstmal eine gebaut. Jetzt gucken wir mal kurz zur Baustelle. Hier wird alles hoffentlich noch geliefert. Wird auch noch gebaut. Ich baue das hier Stück für Stück auf. So, Baulager ist alles da. Na, ist auch bald fertig. Ist auch bald fertig. Dann machen wir mal. Zip. Und zip. Setzen wir mal noch eine Reihe hoch. Huh, da brauchen wir wieder.
Da brauchen wir wieder alles. Okay. Dann müssen wir mal alles holen. Waffen, Mikrochip, Nanotronik auf jeden Fall. Zip. Und da haben wir erstmal hier noch. Nein. Das ist gerade schwierig. Ich habe hier nur 16 Frames gerade. So, wir brauchen noch Feldspulen 2000. Ja gut, wir brauchen alles. Okay. Geschützturmkomponenten werden ja hier von Rax Herrschaft 4 geholt. Da müssten eigentlich noch etliche Händler unterwegs sein. Scheinbar bloß noch zwei. Weil die haben ja, glaube 13 Geschützturmkomponentenfabriken. Und da kaufe ich wie ein Wilder ein. So, Waren transferieren. Was haben wir denn Schönes? Energiezellen brauchen wir noch ein bisschen was. Bringen wir mal. Zip. Zip. Und. Zack. Zack. Ja, das muss ich ja zwischendurch immer machen. Da kommen wir nicht drum rum. So, Waren transferieren, Baulager. Feldspulen, Feldspulen. Feldspulen. So. Gucken wir mal kurz. Nicht. Der Gerät. So, Werf 2. Wir brauchen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Flimp. Flimp. Wir haben jetzt zwei Großbaustellen, die wir hier händisch beliefern müssen. Habe ich gestern auch noch stundenlang immer hin und her und hin und her und hin und her. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, da die Motivation beizubehalten, gebe ich ehrlich zu. Aber irgendwann ist das auch fertig. So, dann brauchen wir, zack, Werf 2. So, Geschützturmkomponenten habe ich jetzt nicht so viele. Da hatte ich auch nur zwei Fabriken oben in der in dem Komplex. Ist natürlich klar, dass die das nicht stemmen können. Aber ich bin ja für die Offensive einigermaßen vorbereitet. Da brauchen wir auch kaum noch Schiffe bauen. Was soll ich denn mit 2.000, 3.000 Schiffen? So viel will ich auch nicht haben. Hier war da irgendwo Geschützturmkomponenten. Zeig mal her, was hast du denn im Angebot? Das sieht da gut aus. Kannst du das danach denn da einkaufen? Und, ups. Gut, reicht erstmal. Wobei, nee, wir brauchen noch. Die sind alle am Werkeln. Die anderen sind alle unterwegs, so wie es aussieht. Hier ist keiner mehr. Ja, gut. Dann gehen wir mal darüber. Gucken mal, wie es hier aussieht. Hier wird gebaut. Ist alles aktuell da. Das ist ja das größere Bauprojekt. Das passt auch. Das, ja, das reicht für den Rest der Folge auf jeden Fall. Dann mache ich zwischendurch mal wieder einen Schub. So, da ist der Nemesis. Die schicken wir jetzt erstmal
dahin. Damit wir nicht wieder in den Sektor rennen müssen. Die Gorgo kann eigentlich auf den Schrott teleportieren. Erreiche System. Frommer Nebel. Ach, das ist. Also wenn da noch ein Schiff angedockt ist, ist immer schwierig, das zu erwischen. Das habe ich auch mit der Klapperschlange. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, die lassen wir mal da andocken. Dann haben wir da zur Not ein Schiff. Ein sinnloses. Angreifer. Hallo. Autopilot. So. Eingeschaltet. Machen wir Autopilot. Ha! Autopilot hat komplett versagt. Darauf warte ich ja nur. Hier. Ist die, genau, die Inkarkatura ist fertig. Dann kann. Nee. Gucken mal, ob wir hier. Da ist noch was. Ja, Geschütz und Komponenten. Gib mal alle her. Und die Elektronik, dann nehmen wir auch noch ein bisschen was mit. Zip, zip. Wenn das Schiff nicht so langsam wäre. Ah, herrlich. 54.000 Laderaum. Ist schon der Knaller. Sammle ein altes Bombelager. Bombelager? Ich nicht verstehen, was heißt der Bombelager? Du meine Bombenlager. Erreiche System. Anspruch des Pontifex. Sie wundern sich wahrscheinlich, warum Sie Erledigungen für eine Verrückte machen sollen, ohne zu wissen, ob die Informationen, die sie hat, uns wirklich weiterhelfen. Egal. Der erste Punkt auf der Liste ist die Suche nach einem alten Sprengstoffversteck. Boah, ich habe hier 15 Frames. Was ist denn hier los? Ach ja, alles klar. Hm, hier. Die Hopp, die haben sich ja so zugefressen mit Schiffen. Die verbrauchen die ja nicht. Ich kämpfe mir nicht mehr. Leider. 9 Frames. Ach hey, Jemini. Da haben sie sich ja einen super Sektor ausgesucht. Ach, bei meinem Glück, da weiß ich doch, das sind doch wieder Sicherheitscontainer. Ah, jetzt haben wir wieder Frames. Sehr schön. Jetzt sind wir weit genug weg. Schauen wir mal. Sind die still und starr oder rotieren sie? Dann kann ich das gleich vergessen. Oh, die sind alle zusammen hier. Mhm. Ach ja. Nur damit ich das richtig verstanden habe. Das Sprengstoffversteck befindet sich in Containern, die explodieren können. Warum überrascht mich das nicht? Ja. Sehr schön. So, jetzt sind wir erstmal hier ein bisschen was einstellen hier. Flup. So. Ah, ich traue der Sache nicht. Mach ich nicht. Das mach ich nicht.
Ich werde mal speichern. So, wenn ich jetzt daneben schieße, dann ja, dann war es wieder. So, ich mache jetzt mal mit dem freien Modus hier. Oh, Backe mein Zahn. Was habe ich denn eigentlich für ein... Welche Waffe ist das jetzt eigentlich? Auf jeden Fall ist das nicht die richtige. Hm. Nehmen wir mal die. Ja. Das war knapp. Verdammt. Greit wird nicht begeistert sein, wenn sie davon erfährt. Ich schaue mal aufs Radar. Vielleicht finden wir Ersatz. Sind doch noch welche da? Da drüben. Das sieht vielversprechend aus. Echt jetzt? Leerer Raum. Machen wir das so. Gut, meine Hülle ist natürlich jetzt im Eimer. Ich habe auch keine Service-Mannschaft drauf, also wird das auch nicht repariert. Das ist schlimm, wenn man eigentlich alles hat, ja, ist eben das völlig Wurst. Dann lasse ich das Schiff hier im Raum stehen, nehme mir ein anderes. Ach, nee. Nein. Ah, verklickt. So. Mich nerven Sicherheitscontainer einfach nur. Also wenn das so funktionieren würde, wie das Spiel das eigentlich... Ach. Unbekanntes Objekt. Wir machen das mal so, wie... ich habe das ja schon in vielen Kommentaren gelesen. Muss so und so und so und so machen und so und so. Und ich habe mehrfach bewiesen, dass es halt so nicht geht bei mir. Schon seit 1.0 nicht. Aber wir können das gerne nochmal versuchen. Oh, da ist nur ein Schloss dran. Ist ja nett. Aha. Das ist doch für die ganz Blöden. So. Ja, wie weit soll ich denn das noch weghalten? Genau aufs Schloss. Ach, hier. Soll ich mal machen? Ha. Hat geklappt? Container. Raumanzug EMP. Zweimal. Container. Es gibt hier keine Sprengstoffe, nur EMP. Was für eine Enttäuschung. Ach, die sind doch toll. Das erinnert mich an etwas. Ich weiß, Greit möchte, dass wir ihre Anweisungen Schritt für Schritt befolgen. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch einen Blick auf das Monument werfen, um das die Paraniden so ein großes Geheimnis machen. Ich war schon immer neugierig. Monument? Apotheosis. Apotheosis. Mhm. Ah, das ist neu. Das kriege ich noch gar nicht. Apotheosis. Ehrenwache. Und noch eine Ehrenwache. Moment. Das wird doch nicht. Angreifer. Ich sehe doch schon, dass die mich hier kaputt machen. Apotheosis. Und in der Ehrenwache daneben? Ja. Das wird nicht. So, ich repariere jetzt mal meine Hülle und dann machen wir in der nächsten Folge weiter und erkunden mal Apotheosis. Ja, so machen wir das. Alles klar, Leute, dann bis zum nächsten Mal.